Herzlich willkommen zu einem weiteren Promi-Geflüster, liebe Freunde. Folge 802. Die 800 haben wir jetzt gut und glücklich überstanden. Also da haben wir ein bisschen, ja, mal Grüße von den Promis ausgestrahlt. Und jetzt haben wir schon wieder die zweite Folge sozusagen in der neuen Dekade angefangen. Und der Sommer, der ist gerade so richtig hot. So richtig heiß, also Temperaturen über 30 Grad, die sind in den letzten Tagen wirklich keine Seltenheit. Ja, wie mein heutiger Gast mit den Temperaturen umgeht, das werden wir gleich fragen. Also Christine Schmid, ihr kennt sie ja, wir haben sie ja schon vorgestellt. Ich habe gerade mal zurückgeschaut, das war Ende 2021, auch schon wieder fast 2 Jahre. Und sie hat mittlerweile eine ganz neue Single auf den Markt gebracht. Ich finde dich hot, heißt einfach der Titel. Und ja, ich sage erstmal Hallo und herzlich willkommen. Liebe Christine, herzlich willkommen. Hallo Frank, hallo ihr draußen alle, hallo, herzlich willkommen. Ja, also hot ist es ja wirklich, jetzt von den Temperaturen, aber du besingst da jemanden ganz anders, nämlich deinen sozusagen Traumtyp, den du per Dating-App oder so weiter auch findest und suchst, ne? Genau. Ganz Impuls und im Zahn der Zeit. Wir suchen ja alle oder die meisten, sage ich jetzt mal, suchen ja im Internet auf den Dating-Apps. Und da fiel mir dieser Song ein. Bei Vision dachte ich mir, oh wow, ja, das kann ja passieren, dass man dann wirklich so auf den ersten Blick denkt, wow, dich finde ich jetzt hot. Ja, ganz genau. Und wie gesagt, 2 Jahre ist es jetzt mittlerweile her, wo wir uns sozusagen wiedergefunden haben. Nach deiner Zeit, ich muss es leider nochmal ganz kurz erwähnen, wo du bei den Schäfern damals warst, das liegt ja alles schon viel, viel zu lange zurück. Aber jetzt, wie gesagt, es ist jetzt eine ganz andere Stilrichtung, als die du vor 2 Jahren sozusagen mit deinem Akkordeon mehr oder weniger alleine sozusagen präsentiert hast. Jetzt ist es doch schon, sage ich mal, kommerzieller geworden ein bisschen, oder? Genau, das lege ich immer ganz in die Hände meines wunderbaren Produzenten Willi Klüter, der da die richtigen Töne findet. Ich habe meistens die Textidee und er bastelt dann eine Melodie und er weiß natürlich auch, was gerade so in ist von den Rhythmen her und da lasse ich mich dann auch gerne etwas tragen von ihm. Und Akkordeon ist ja sowieso in jedem Lied drin. Also genau. Insofern finde ich es ganz gut, so Akkordeon und trotzdem ein bisschen poppig, ein bisschen schmissig produziert. Ich denke, das ist ein ganz guter Mix. Ja, also auf alle Fälle, als ich das Lied zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, ja doch, das kommt gut an. Die Geschichte, die drin erzählt wird, ist auch noch ein bisschen witzig, wie du deinen Partner sozusagen dann findest. Und eine Geschichte mit Happy End eigentlich, oder? Ja, ich glaube, Happy Ends, auf das bauen wir ja alle, oder? Von den Träumen lebt ja auch die Welt. Ganz genau. Von der Sehnsucht und den Träumen. Richtig. Aber wie du sagst, eingangs, man hört natürlich auch das Akkordeon und ich denke mal, das wird dich natürlich stetig und immer begleiten. Mein ständiger Begleiter, es hat mich noch nie verlassen. In all den Jahren. Ich spiele Akkordeon, seit ich 3 Jahre alt bin. Mhm. Das war ja erst gestern, ne? Genau. Genau, richtig. Darüber hinaus hast du jetzt natürlich auch ein ganz gutes Label gefunden und ich denke mal, da steht eigentlich jetzt so den Fernsehsendungen, den üblichen Fernsehsendungen eigentlich nichts mehr im Wege, oder? Ja, wir sind dran. Wir haben ja auch ein ganz tolles Video produziert. Also die Susan von Klondike Records hat das Video selbst produziert mit ihrem Team. Und ich denke, ja, das ist auch gelungen. Und ja, wir sind dran an den Fernsehsendungen. Ich denke, gerade bei diesen Temperaturen, Nomen est Omen, da muss es ja mal klappen. Ich finde dich hot, wenn alles so hot ist, oder? So ist es. Ich meine, es ist aber auch ein Thema, passt ja auch in die kalte Jahreszeit, da wird es auch wieder hot.
Genau. Da können wir es natürlich umso mehr brauchen, wenn es draußen kalt ist, dass wir wenigstens ein bisschen heiß im Herzen haben. So ist es, ganz genau. Also für alle, die uns bei YouTube mitverfolgen, da machen wir die Infokarte, die haben wir hier oben, da irgendwo erscheint es dann. Und da kann man den Link gleich zum Video abrufen. Also wer gespannt ist und das Video gerne mal sehen möchte, gerne mal reinschauen. Aber am besten erstmal hier bleiben bei uns, das Interview noch ein bisschen weiter mit verfolgen und dann danach dürft ihr auf das Video, auf das Musikvideo klicken. Ja, was gibt's für weitere Produktionen, Pläne für dich, liebe Christine? Also ich habe mit dem Willi Klüter beim letzten Mal gleich zwei Titel aufgenommen. Also ich finde dich hot und einen anderen. Und er wartet jetzt noch auf die Fertigstellung und den Mix. Und dann denke ich, dann kommt er auch noch an den Start. Und ja, das sind jetzt mal so die nächsten Projekte, nebst natürlich meinen Auftritten und auch meinen Sprechtrainings, die ich nach wie vor gebe. Mhm. Ja, bin ich jetzt ausgelastet mit den Sachen. Ja, ich denke mal, da kommt schon einiges dann zusammen, das glaube ich, ja, ganz genau. Ja, also dann dieses Jahr noch die zweite Single, nehme ich an. Und, genau. Ja, und gibt es auch darüber hinaus so für ein Album was zu produzieren, also dass ein Album fertig wird, 12 Titel oder wie viel? Also ich denke, ja, wir sind jetzt schon mal gut am Start mit, jetzt haben wir dann den vierten Titel, genau. Und ja, wenn wir so weitermachen, gibt es auch mal ein Album, klar. Wobei man muss ja immer sagen, Alben, das ist ja in der heutigen Zeit gar nicht mehr so gang und gäbe. Man produziert, denke ich, glaube ich, doch eher immer so die einzelnen Titel und präsentiert die ganzen dann auf den, ja, sage ich mal, auf der Internetplattformen. Ne? Ja, ich denke auch. Also die Zeiten der haptischen CD, die sind eigentlich vorbei, ja. Von meinem ersten Titel bei Klondike haben wir noch ein paar Exemplare gedruckt, aber ich habe mir sagen lassen von ganz vielen, Mensch, ich habe gar keinen CD-Player. Richtig. Gibt's? Ja. Ja, klar, genau. Und im Auto, wenn du heutzutage guckst, geht alles nur noch über Bluetooth, ne? Genau. Da gibt's in dem Sinne gar keine CDs. Und dann viele stellen sich ja dann Playlisten zusammen mit verschiedenen Sachen. Und ja, das geht ja alles mit einer CD schlecht. Ja. Stimmt, genau. Also es hat sich schon einiges gewandelt, ganz klar. Ne? Genau. Ja, klar. Aber wie gesagt, hier die Richtung, das geht jetzt schon so, kann man sagen, in den Richtung Schlager schon auch rein. Ne? Genau. Chanson, Schlagerpop. Ganz genau, richtig. Ja. Und bei deinen Auftritten, wo kann man dich denn aktuell erleben? Wo bist du so unterwegs? Also aktuell bin ich sehr viel privat unterwegs und Ich bin auch demnächst auf einer Kreuzfahrt zu hören. Ja, im November mache ich eine Kreuzfahrt mit der MS Amanda. Mhm. Und ja, die schippert im Ägäischen Meer in Griechenland. Und ja, da habe ich dann zwei Shows. Okay, also auf dem Schiff. Da können die Gäste eigentlich gar nicht wirklich davonrennen, gell? Nein. Nee, und dann mache ich nur Klassik und eine Show mache ich auch U-Musik, ja. Okay. Nee, ich glaube, das wird eine ganz tolle, ein ganz tolles Programm dann. Also das kann ich mir ganz gut vorstellen auf so einem. Ja, also es sind ja eingängige Sachen und ich denke auch, es sind wirklich Themen, die uns alle angehen. Egal ob Frau oder Mann. Ja im Internet ist ja irgendwie jeder und versuch, Kontakte zu knüpfen. Ja, wo willst du denn heute noch jemanden kennenlernen? Also das wäre ein großer Zufall, wenn man gerade jemanden kennenlernt, der dann auch frei ist und dessen Typ man auch ist und so weiter. Da kann man im Internet natürlich schon etwas kanalisieren. Wobei ich auch im Internet finde, es ist immer noch Schicksal, dass man dann wirklich den Passenden dann auch findet, ja. Das ist richtig.
Oftmals sind es ja auch Fake-Accounts, weiß man ja auch nicht. Ist genau. Ist das wirklich der sich da für den ausgibt? Ne? Oder irgendwelche geschönten Bilder, so wo jemand viel jünger aussieht. Gibt's alles. Genau. Ne? Nee, aber wie gesagt, auf dem Schiff gibt es auch so seine, kann man sich auch begegnen, ne? Ganz klar. Ganz klar. Ich meine, es gibt jeden Tag Möglichkeiten der Begegnung. Aber ich sage jetzt mal, im Internet, das ist halt etwas Aktives. Ne? Da kann man wirklich aktiv mal dran gehen und da ist ein Pool von Menschen, die auch suchen. Ja. Und das weißt du ja normalerweise nicht, wenn man jemanden so auf einer Straße trifft oder auf einer Party. Das muss man ja erstmal dann rausfinden. Ja. Genau. Wenn wir es jetzt mal ein bisschen ins Detail gehen oder beziehungsweise mal ein bisschen privat von dir erfahren möchte, wie war denn dein erster Flirt? Du meinst im Leben? Ja, jetzt kommen wir mal da drauf. Da muss ich gerade mal überlegen, mein erster Flirt. Du, ich glaube, das war noch die Zeit der Diskotheken. Ja, liegt schon lange. Ich weiß gar nicht, gibt es sowas überhaupt noch, Diskotheken? Also. Die Zeit der Diskotheken ist, glaube ich, ein bisschen auch zurückgegangen. Das stimmt, in der Tat, ja. Also ich wüsste jetzt in meiner Gegend nichts. Nee. Wo man so da... Die Tanzlokale, Tanzcafé. Ja. Tanzkurs und so. Tanzkurs, genau, wollte ich gerade darauf hinaus. Ich glaube, das war so die erste, wo man so die ersten Begegnungen hatte damit. Mit den entsprechenden Partnern, ne? Aber zum Tanzkurs habe ich eine ganz lustige Geschichte zu erzählen. Okay, sehr gerne. Also bei uns war ein Tanzkurs auf dem Gymnasium mit 16. Und ich habe mich natürlich auch angemeldet. Und dann gab es einen Abschlussball. Mhm. Und die Mädchen haben sich da aufgehübscht und sind zeitnah natürlich gefragt worden von den Herren der Schöpfung, ob sie mit diesen an den Abschlussball gehen wollen. Und jetzt, Frank, ein kleines Quiz. Rate mal, welches Mädchen als einziges Mädchen von allen nicht gefragt wurde für den Abschlussball? Ja, sag bloß, du. Genau. Wie kommst du? Und ich hab's auch rausgefunden, warum. Weil jeder dachte, die ist bestimmt schon 10-mal gefragt worden. Da wollen wir jetzt keinen Korb. Genau. So kann's gehen im Leben, oder? Wenn jeder denkt, ach ja, die hat doch schon eine ganze Stange Männer, ja, so ein blondes Wesen, so ein Vamp, ja. Und dann war ich als Einzige eben nicht gefragt worden und bin natürlich auch nicht an den Abschlussball gegangen. Ja. Eieieiei, sowas. Sowas aber auch, ne? Wahnsinn, oder? Ja. Hätte ich jetzt so nicht geglaubt, auch nicht, ja. In der Tat. Ja, so kann es gehen. Ja, das war so die erste Zeit des Flirts, aber wie gesagt, genau, du sagst, das findet so nicht mehr statt. Heute sind bei den jungen Leuten doch die, ich denke mal, die ganzen Internetprofile und Plattformen umgeben. Also, ja. Jeder ist mit seinem Handy auch beschäftigt. Es gibt eigentlich ganz wenig Momente, in denen man wirklich jemanden präsent trifft. Oder meistens an einer Party oder so, jeder hat wieder das Handy. Hm. Es ist ganz selten, dass wirklich der Fokus auch mal auf einem Gespräch liegt. Ja. Also wirklich nur einem Dialog. Und nicht, dass man immer begleitet ist von dem Handy, von einem iPad oder was auch immer. Ne? Hm. Das ist einfach der Zahn der Zeit. Ne? Ja. Irgendwo traurig und erschreckend. Zugleich. Ja. Ganz klar. Mhm. Ja. 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 Und natürlich, klar, unsere Corona-Zeit, die hat, glaube ich, da noch ein bisschen mehr dazu beigetragen. Hat natürlich das Übrige noch beigetragen. Ja. Ja. Hot haben wir jetzt vorhin auch gesagt, die Sommerzeit, Urlaubszeit jetzt, steht ja mitten bevor. Hast du Zeit, Urlaub zu machen? Kommst du irgendwo dazu? Ja, also ich werde jetzt erstmal nach Budapest gehen. Und dann gehe ich ein paar Tage nach Brindisi, 4 Tage nach Italien.
Und dann gehe ich noch nach Verona mit meiner Mutter in Carmen, in die Arena di Wunderbar. Verona. Ja, das klingt gut, das klingt spannend. Genau, habt ihr Tickets bekommen, ja? Ja, wir haben eine ganze Reise gebucht, also Okay. inklusive Tickets und so weiter, ja. Inklusive, alles klar. Dann wünsche ich dir dazu viel Spaß natürlich und gute Unterhaltung, kann man nur sagen. Ja. Ja. Und dann lässt du dich bestimmt wieder inspirieren, auch für neue Ideen dann für dich, für deine Genau, Frau. genau. Ne? Ja, Ideen habe ich eigentlich immer, ja. Ich liebe Menschen und wenn man sie dann beobachtet, dann fallen einem immer wieder neue Sachen ein. Ja. Mein Vater Ja. meinte heute noch, was ist denn eigentlich hot? Er kann kein Englisch. Dann dachte ich noch, oh mein Gott, hast du da einen Fehler gemacht? Aber ich übersetze es ja auch. Ich singe ja, ich finde dich hot, ich finde dich Ja, ganz genau. Wenn ich vorhin kurz gesehen habe, ich meine, jetzt sieht man es nicht, aber ich glaube, so rechts hinter dir steht noch so ein kleines Akkordeon oder ist das ein so, Fleiß ja, gewesen? warte mal. Das ist hier mein. Ah ja, das hier, genau. Wunderbar. Sehr schön. Okay. Genau, mein kleines Akkordeon aus Pappmaché. Das große wäre ein bisschen schwer. Ja, das glaube ich, genau. Ja, wunderbar. Da haben wir doch ein bisschen wieder was erfahren, was hier Christine Schmid so in den letzten 2 Jahren wieder alles gemacht hat. Und wir sind gespannt auf die neuen Produktionen, die da in naher Zukunft kommen. Dann treffen wir uns hoffentlich auch mal persönlich wieder. Würde mich Ja, freuen. Frank, ist schon lange her. So ist es. Gell? Und ja, dann machen wir uns da mal ein persönliches Gespräch, eine Fortsetzung, ne? Und danke für die tolle Plattform, die du den Künstlern da bietest, seit Das machen Jahren. genau, das machen wir jetzt schon wirklich. Wenn du so zurückrechnest, 800 Folgen haben wir jetzt beisammen, ne? Wahnsinn! 50, Wie 50. lange ist das schon? 800 Ja, Folgen? 50. Jede Woche komme ich mit einer neuen raus, 50 Stück so im Jahr. Also 16 Jahre bin ich schon am Start. Ja. Man muss einfach immer dranbleiben. Das kann So man ist es. allen mitgeben. Egal, was man macht, man muss immer dranbleiben, ne? Ganz genau, ganz genau. Sei Ja. es in der Liebe oder im Beruf. Richtig, so ist es. Nicht aufgeben und auch wenn es mal Höhen und Tiefen gibt, was soll's, da müssen wir Genau. durch und irgendwo geht's auch wieder, gibt's auch irgendwo wieder einen Lichtblick Genau. und den haben wir hoffentlich. Und Gell? klar, der Wandel der Zeit, der ist natürlich auch da, das ist ganz klar. Ja, man darf sich dem Wandel der Zeit eben auch nicht verschließen. Und das hält jung. So ist es, ganz genau. Wunderbar, liebe Christine, dann sage ich schon mal über herzlichen Dank, dass du Zeit Ich gefunden hast. danke dir, Frank. Vergeht Vielen schon wieder wie im herzlichen Flug, Dank. Ich danke euch fürs Zusehen und Zuhören. die Zeit vergeht schon wieder wie im Fluge, sage ich da. Ne? Also ruckzuck. Gell? Also, den Zuschauern, danke fürs Zuschauen und wie gesagt, auch dir alles Gute und weiterhin viel Dankeschön. Erfolg. Wenn wieder Ja. was, wenn wieder was Neues kommt, melde dich ganz einfach. Ja, Dankeschön, Frank. Tschüss. Diesem Sinne, ciao. Ciao. Die Zuschauer von YouTube haben jetzt die Möglichkeit, entweder eines der empfohlenen Videos anzuschauen oder gar unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich wünsche gute Unterhaltung.